Wollen wir doch gleich mal gucken, was wir als erstes. Ach, da bin ich. Und dann sagt er, ja, und was ist das Besondere? Sagt er, ganz einfach, damit kann man blitzartig Schiffe festmachen. Ja, und wie? Dann sagt er, du brauchst das ganze Seil hier nur einmal oben drauflegen und jetzt hier mal gefühlvoll reiben. Du bist auch schon länger verheiratet, ne? Ja, und schwuppdiwupp ist der Kahn fest, nicht? Da habe ich gesagt, Peter, nicht schlecht, nicht? Aber bloß bei uns ist das ja im Allgemeinen ein bisschen pustiger, nicht? Kennt ihr alle. Oh, sagt er, kein Problem, puste mal. Ich sag, von wegen kein Problem, Windstärke 1 ist das Ding schon wieder los. Ich sag, damit kann ich überhaupt nichts anfangen an der Küste. Ne? Nö, sagt er, halt, kleinen Moment. Ab Windstärke 3, 4 geht's natürlich anders. Dann nimmt man das Seil und wirft es in der Mitte einmal durch. Wieder gefühlvoll reiben. Ich sag, Peter, das hatten wir vorhin schon. Ja, sagt er. Und zusätzlich noch ein Schleifchen drumrum binden. Schleifchen ist in Ordnung? Ja, sieht aus wie bei deinen Schuhen, ne? Gut, festhalten den Ring. Ordentlich festhalten, jetzt puste mal so Windstärke 4, 5. Und dann war das Seil wieder los. Und ich habe gesagt, Peter, da kannst du nur andrehen, wem du willst, aber nicht mir. Sagt er, halt, ab Windstärke 5, 6 und wenn das noch pustiger wird, geht das natürlich nochmal anders. Dann nimmt man einfach den Ring und wirft ihn kräftig in das Seil rein, dann ist das Ganze nämlich zweimal drumrum, ne? Oder nicht? Zweimal, einverstanden? Ja, stimmt. Gut, wunderbar, festhalten, zuziehen und jetzt Windstärke 7. Eben, und nun wird das langweilig. Da habe ich gesagt, Peter, sieh zu, mach dich nackig über Bord. Ich sage, halt, komm, eine Chance muss mir noch lassen. Wenn das richtig Orkanstärke wird, dann muss man den Knoten nämlich vorher reinmachen. Stört mich schon die ganze Zeit, Hände aus der Tasche, Matrose, nicht? So, meine Güte. Knoten ist drin? Ja. Einverstanden? Gut, und dann nimmt man einfach den Ring und wirft ihn in der Mitte durch den Knoten einmal durch. Und dann ist das Schiff so fest, dass er nicht wieder los kann. Hast du das verstanden, Matrose? Er nickt mit dem Kopf. Dann nochmal einen großen Applaus hier für meinen Ingenieur. Den lässt er auch zur Strafe. Nimm mal mit, ne? Zigarette. Geh. Aus. Irgendwas ist da doch schiefgelaufen. Mensch, wenn du mal schnell pustest, bevor Schlimmeres passiert hier. Beste. Na, da hast du aber noch mal Glück gehabt, ne? Und beim nächsten Mal heimlich qualmst aus den Socken wieder raus, ne? Dankeschön und großen Applaus hier für mein Ding, ne? So. Naja, eine kannst du ihn auch auflassen, ne? Nee, ach, nee, halt. Ist ja gar kein Loch drin, ne? Ich habe ja gesagt, oh, guck mal, der sagt, du bist übrigens der Nächste, der mit auf die Bühne kommt, ne? Ja. Und zwar in der hohlen Hand. Ist recht einfach, eine hohle Hand machen. Und dann kommt das Tuch von oben in die hohle Hand. Guckt schon unten durch, nicht? Ich probiere es trotzdem so. Und jetzt ganz wichtig, dass Sie vielleicht gleich nochmal so gefühlvoll wie eben einmal pusten, bitte. Wieder nicht spucken. Bitte doch. Und simsalabim und schwuppdiwupp hat das Tuch sich in Ei verwandelt. Ist doch klasse, ne? Toll, ne? Ach so. Entschuldigung, naja, ich habe ja gesagt, ich wollte Ihnen ja ein Kunststück so vorführen, dass Sie alle das durchschauen. Nicht? So gut. Naja, machen wir was aus der Fachsprache, nicht? Wenn man einen Gegenstand so hält, dass man ihn nicht sehen kann, ist es eine Palmage. Und wenn man ihn dann falsch rumhält, gucken Sie nicht so böse, ist es eine Blamage. Nicht? Naja gut, außer ich könnte doch ein bisschen zaubern. Dann könnte ich nämlich einfach dieses Witzchen hier oben abreißen. Und das Ganze hätte sich wieder in ein echtes Ei verwandelt. Ne? Danke schön. Und zwar habe ich mir gedacht, du gibst mir jetzt erstmal einen schönen großen Schein. Das mit der Nummer merken hatten wir vorhin schon, ne? Kannst du das? Oh, kein Hunderter? Nö. Mist, naja. Tja. Gut, dann merkt ihr halt einfach mal diese ganze Geschichte dann, ne? Und zwar möchte ich so, ich sag mal, so eine Art Luftpostüberweisung in meine Schiffskasse machen. Du musst mir natürlich wieder immer ein bisschen behilflich sein. Das Schlauste ist vielleicht, ja, wir hatten das vorhin schon mal, viermal falten, nicht? Dann ist das Überweisen einfacher. Auch ein schickes Überweisungsformular, ne? So. Hast du ihn fertig? Das dauert. Ja, gut.
So, nochmal genau angeschaut, wie immer? Ja. Gut. Du musst mir jetzt wirklich helfen und dich auch konzentrieren. Du musst nämlich dieses Feuerzeug anmachen und halten. Denk an, das letzte Mal ist das sehr übel ausgegangen. Mhm. Ne? Mhm. Ja, es war. Ja. Nee, das ist ganz blöd gewesen. Da ist das nämlich so gewesen, dass, naja, das sage ich dir nachher. Wir machen das noch zu. Mach mal an und halt das jetzt bitte nicht so hoch. Bisschen weiter runter. Nicht, dass dir der Schein ankokelt. Mach mal an. Also ganz stille halten, nicht nach oben kommen. Ne? Ich habe gesagt, nicht nach oben kommen. Mist. Das war. Ja. Ja, dann haben wir wohl schon Pech gehabt, ne? Ja. Ja, blöd. War ja nicht meins. Ne? Ja, dann kannst du wieder, eben dann einen großen Applaus, kann er dich schon wieder hinsetzen. Ne? So, dann ja. Das Kunststück zeige ich jetzt öfter. Das ist ja, ne, dann komm mal hier wieder rüber, komm mal her hier. Ne? Ja, dreh dich mal ruhig wieder zum Publikum und hol mal den Geldschein raus. Das war nicht der Geldschein. Das ist eine plumpe Fälschung. Der sieht ganz schön alt aus, ne? Ja. Ja, antik, ne? Bist du damit zufrieden? Nö. Nee. Das ist jetzt blöd. Ja, das war jetzt echt nicht eingeplant hier. Das ist also, das ist doof, ja. Was machen wir denn? Na, ach, ich hab da, Doseneröffner erinnert mich, warte. Komm, ich bin, heute trenne ich mich mal von meinem Schiffsproviant. Ne, so für die 50 Euro, ne? Also, hau ich das. Ja, das kennst du, ne, als Biobauer, ne? Da landen deine Dinger, ne? So, das habe ich mir gedacht. Bist damit zufrieden? So eine schöne Dose Erbsen und Wurzeln, ist das nix? Das hat auch was, oder? Sollen wir aufmachen? Aufmachen? Ja, können wir auch machen. Können wir ja mal gucken, ob das Ding noch frisch ist hier, ne? Dann gib mir doch einfach mal deinen Dosenöffner, vielleicht haben wir ja Glück. Also, ja, warum nicht, ne? Ja, bitte. So. Warum mache ich das eigentlich? Wozu habe ich dich denn, Mensch? So. Wofür habe ich 50 Euro bezahlt? Ja. Kann ich ja nichts gegen sagen, ne? So. Ja, dann komm mal ran hier. Dann kannst du dir jede Erbsen einzeln aussuchen, dahin. So. Guck, sind auch noch frisch, ne? Supi. Bist zufrieden, dann nimm das mit. Ne. Naja, willst die anderen auch noch sehen, ne? Aber vielleicht haben wir ja wirklich Glück gehabt, ne? Ja, guck mal einer an, da ist noch was mit rausgefallen. Tatsächlich war du. Sonst ist da nichts mehr drin, ne? Ja, dann nimm doch mal das Röhrchen und guck doch mal. Ich falte mal auseinander. Und ich hoffe, du hast dir wenigstens die letzten drei Stellen gemerkt. Ja. Was ist er? Ist dein Geldschein? Ja. Na, da habe ich doch wieder Glück gehabt, sag ich doch, ne? Danke dir, ne? Ja. Gib mir das Portemonnaie wieder, den Rest behalten, ne? So. Tütchen basteln. Und jetzt kommt der wichtige Moment, dass man das Tütchen nochmal leer vorzeigt. Gut. Und während Sie da alle reinstarren, kann ich hier hinten mit der Hand ja machen, was ich will, ne? Schnappe ich mir so ein kleines Becherchen und schwupp, drin ist es. Einfach, nicht, wenn man es weiß. Gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, wie man es machen kann. Nehmen den Becher nochmal raus, indem man die Zeitung vorher mit Silikon einschmiert. Die Herren kennen das alle vom Bau, nicht? Fuschpaste, sagt man, nicht? Jetzt habe ich das erst vor 5 Minuten gemacht. Meinen Sie, das hält schon dicht? Nicht? Ich muss jetzt trotzdem probieren. Also geben das einfach nochmal hinein. Hier, Gott, in Gottes Ohr. So. Oh Gott. Ich glaube, Sie haben recht. Das ist ja jetzt blöd. Das ist mir jetzt richtig peinlich, sowas Blödes aber auch. Sleck, jetzt hätte man lieber einen Becher nehmen sollen, ne? Ihr könnt, dann nehmen wir den Becher, stellen den einfach da hinein, holen das Ganze hinterher raus und das ist die Sache auch okay, ne? Und übrigens, das ist jetzt auch nicht mehr die Flüssigkeit, aber wir haben es alle soweit durchschaut, ne? Dankeschön. Ja, warte, guckst du, ne? Da kannst du nämlich dein Bier in Schweden auf der Straße trinken und hast keine Probleme. Einfach nehmen, zack, in die Tüte und ob man das glaubt oder nicht, simsalabim, weg ist sie, ich kann es ja nicht mehr sehen, Nick ist doch weg. Ja, aber lass, ja hier, kannst du auch umdrehen, hör auf zu klatschen, du schon, ne, so. Ist doch weg, ne? Sag ich dir doch, ne? Und simsalabim, wenn der Bulle weg ist, nicht, zack, kannst die Flasche wieder rausholen. Toll, ne? Ist doch klasse, ne?
Warte, du kannst klatschen, nicht? Na. Ja, ich merke schon, das reißt euch wieder nicht so recht vom Hocker. Ne? Ja gut, dann machen wir erstmal was anderes, nicht? Aber mir wird ja schon noch was einfallen. Nicht? Ach so, du wolltest das Ding nochmal haben hier, nicht?